Ich hoffe, die Aufnahme läuft diesmal. Damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldardim zu einem neuen Part Miitopia. Ich hab's ordentlich vergeigt, wie ihr seht. Also wer aufmerksam hinguckt, sieht alle Neune. Ich habe den Greenie schon gerettet. Unser letztes Teammitglied wurde gerettet, ist jetzt neu dazugekommen, den haben wir gerettet. Ja, gut, dass das gespeichert wurde vom Spiel. Finde ich schön. Zum Glück hat Miitopia zum Glück noch nach dem Kampf auch noch die Funktion des Erinnerns. Da kann man im Gasthaus einfach auf die Kämpfe gehen und sich das im Album einfach mal angucken. Deshalb zeige ich euch jetzt mal diesen Kampf gegen den Greenie-Panzer hier. Ist auf jeden Fall sehr spannend gewesen, bis zur letzten Minute. Ich finde es schade, dass ich euch das nicht live zeigen kann, wie ich das gekämpft habe, aber ja, auf jeden Fall ist Annelie sofort besiegt. Es gibt da ein Schild und ein Schwert, gegen die wir kämpfen müssen. Und das Problem, Schild und Schwert sind ersetzbar, also können neu gerufen werden. Den Green Panzer heißt es also zu besiegen. Laser! Die neue Attacke, die eingesetzt wurde. Jetzt seht ihr das gleich. Das Schwert wurde besiegt. Es müsste jetzt also gleich neu gerufen werden. Heißt zusammen. Achso, ich habe angefangen zu heulen und Andi kommt und haut mir eine rein. Welche ist dran? Blitz. So, okay. Augenblick. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm und lässt sich irgendwie ersetzen. So, ich habe einfach die Aufnahme verkackt. Ja, die Aufnahme läuft aktuell. Es ist, war einfach heute sehr stressig, das ist, da hatte ich die Ultrasteuer. Es ist einfach heute chaotisch, ich bin mal ein bisschen vor, damit es nicht so lange dauert. Es ist einfach heute der Wurm drin, es ist geschafft von der Arbeit, komme ich nach Hause und rede dann eine Stunde mit der Wand und vergisst die Aufnahme zu starten. Es geht gar nicht, in Ordnung. Ich glaube, der Kampf war gar nicht so lang, da wurde Blackie gefeuert, nein! Nicht Blacky feuern, was soll das? Attacke! Da ist in der Ruhezone wieder geheilt worden. Das zieht, glaube ich, auch ein bisschen was ab, wenn man gefeuert wird. Als nie. Da seht ihr, das Schwert ist wieder da. Ich glaube, das war schon vorher da. So, die Streuer müssen, glaube ich, gleich mal drankommen. Ja, und da kommt der Streuer auf Blacky. Es wird in der Erinnerung so schön angezeigt, das wird in dem Kampf nicht. Oh, da habe ich ihn besiegt! Im Originalkampf wird es nicht angezeigt. Die Steuer. Da habe ich den Mini-Panzer schon besiegt, aber die restlichen Sachen müssen auch noch besiegt werden. Schwert und Schild. Das Schild schmeißt sich ja immer schützend vor in den Panzer, wenn es schlecht kommt. So, auf geht's. Sprunghieb. Woher ich das weiß, weil ich mehrere Kämpfe gemacht habe. Es gibt auch einen schlechten Kampf, den muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen. Da waren Annelie und Co. siegreich. Und da wurde das Greenie gerettet. Das Greenie. Ja, hier nochmal die Dialoge, die Zwischensequenzen. Ganz gut gezeigt. Greenie! Da war er. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Mein Gesicht. Klapper, klapper. Und da kam was von oben. Da kam das Monster, was ihr gesehen habt. Der Kampf. Der Schildpanzer, der Greenie-Panzer. So, jetzt einfach einsetzen im Gedanken und ja, müsste hätte heute irgendwie ein bisschen jonglieren. Dann haben wir ihn wieder gerettet. Nice. Ich wusste, dass du kommen würdest. Und ich hatte recht. War doch klar. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich zieh schon mal los. Bis später. Greenie ist zum Gasthaus aufgebrochen. Alle gerettet, so weit, so gut.
jetzt muss ich den dunklen Fürsten finden. Auf ihn mit Geröll, wir werden ihn besiegen, wir werden Mythopia retten, wir werden den dunklen Fürsten niederstrecken und Mythopia zum Frieden bringen. Waffen habe ich auch verteilt. Einige kleinere Monster zwischendurch sind auch passiert. Nichts, was so sonderlich wichtig wäre. Herzwergi! Ah, da kommt WhatsApp mit einer neuen Nachricht. Guten Tag, ich habe eine Post für Sie. Ein Post. Sie sind doch Herzwergi, richtig? Ja, kann man so sagen. Du hast den Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Ja, ich habe euch jetzt das Beste gezeigt, die Ausschnitte, die es noch gab. Ja, ich kann das nicht ganz ersetzen, was ich gemacht habe in den ersten Minuten, aber ja, jetzt geht's hier weiter. Wir sind ein bisschen fortgeschritten im Turm und jetzt begegnen wir bald dem dunklen Fürsten. Ging jetzt ein bisschen schneller. Lesen wir hier das hier vor. Die Tumblr-Fee Nummer 1 schreibt uns: Lieber Zwergi, ihr seid sicher schon in der Burg des dunklen Fürsten. Ja, allerdings, da sind wir. Stehe hinter euch. Also, im Geiste, meine ich, deine Tumblr Nummer 1. Zwergi hält eine HP-Banane. Oh, schickt sie auch noch eine HP-Banane mit. Das ist nett, das ist fein. So, Tumblr die Erste. Wir werden dich nicht enttäuschen. Und weiter geht's voran. Jetzt eine Tasse Tee. Halte durch. So, wo entlang? Geradeaus. Hab genug HP-Bananen. Spitze. Das ist schön, wenn du genug HP-Bananen dabei hast. Oh, heiße Luft und Blau-O-Faurus. Okay. Impuls auf Blau-O-Faurus. Heiße Luft gibt's hier. Ach du Schande. Hat hier jemand gepupst oder was? Hat jemand gelootet, dass hier heiße Luft schwebt? Nein, Blackie. Blackie geht schon auf. Nein. Ja, Donald greift wild an. Impuls immer noch auf den Blaufrosaurus. Ist also ein Saurier. Wir schaffen es auch ohne Blackie. Los geht's. Ja, ohne Blackie schaffen wir es eigentlich nicht, aber komm, wir sind ein starkes Team, wir kriegen es hin. Auch wenn ein Teammitglied Game Over geht. Nein, nicht mich feuern. Mich einfach in die heiße Luft feuern. Ha. Mythopia Second, was hast du mit deinem Mythopia Second hier? Ja. Damit ist da fast übergelaufen. Sauber abgeräumt. Naja, ist heute halt ein Fail. Bis der Anfang nicht so super ist, aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Bin ein bisschen durcheinander. Blackie bekommt's. Die Bonuserfahrung. So, ich bekomme langsam Hunger. Okay, noch eine Weggabelung. Wir gehen natürlich weiter geradeaus. Ich glaube, die anderen Wege wären einfach nur Umwege. Das wird's nicht lohnen. Außer es würde sich lohnen, weil wir halt noch mehr Monsterkämpfe hätten und uns trainieren könnten. Aber ja, was soll es? Fiese Formel. Schlägt sie an auf einmal oder was? Yo, nice. Nicht übel. Ja, was heißt jetzt Zwergi und Co.? Ich habe nur eine Attacke eingesetzt und es mal geschafft. Und Co. ist da nicht viel. So kann es weitergehen. Was schon ein Gasthaus? Das war ja schnell. Es ist Nacht. Oha, so viele neue Beziehungsstufen. Neue Beziehungen. Hurra, Level 3 zwischen Putin und Sarah. Das ist gut, dass ich gerne, dass die neue Stufen kriegen. Vor allem, wenn sie noch gar nicht befreundet sind. Level 7, gute Bekannte, Finne und ich. Okay. Donald und Angela Merkel, Level 6. Wieso ich die eigentlich immer verwechsle, Putin und Trump, ist mir ein Rätsel. Links und rechts gäbe es da ein paar Schatztruhen, aber abmarsch, wir müssen weiter voran. Wir gehen den Geradeausweg. Monster! Schatztruhen können wir uns später holen. Heiße Luft, Bier und Brillengeist. Impuls auf den Brüllengeist, komm. Der wird zuerst erledigt. Blitz auf alle drei. So, Brüllengeist haut zu. Vorsicht! Ha! Okay, sie warnt mich. Nein!
Autsch! Anli brennt am Po. Okay, nice. Muss auch mal passieren, dass du am Po brennst. Schnell in die Ruhezone. Da kannst du dich abkühlen. Kannst den Po ein bisschen in kaltes Wasser stecken. Oh, dieser Attack ist nice. Der Laser. Komm, fiese Formel. Die beiden heißen Winde besiegen. Okay, noch nicht besiegt. Po-Flammen wurden wieder gelöscht. Nice. Wird ja mal lustiger hier. Brennt am Po. Annelie, nein, verbrenn mir nicht. Oh, Mist. Sie ist Game Over. Lebensstreuer des Todes. Diese Formel. Okay, machen wir nochmal. Komm, das soll doch was bringen. Es hat was gebracht. Yay. Svenju und Co. waren siegreich. Fünfes Totchen. Und voran. Zeigen wir, was wir drauf haben. Lieber nichts überstürzen. Ja, heute geht es ein bisschen schneller voran. Als sonst den Parts. Wir schaffen heute ein bisschen mehr. Weil, ja, die ganze Sache mit dem Greenie-Kampf. Ich kann nicht entscheiden, welchen Weg. In den oberen. Ja, die ganze Sache mit dem Greenie-Kampf hat sich jetzt erledigt. Einen Moment. Banane. Okay. Dafür wird es den Moment. Jetzt kann es weitergehen. Okay, die Zwischenversion könnte man sich auch sparen. Heilung. Was? Noch eine Kreuzung. Weiter nach oben. Oh, hier gibt es aber viele Wege. Was? Eine Schatztruhe. Öffnen wir sie. 3 Spielscheine. Boah, haben wir ja noch nicht genug von den Spielscheinen. Brauchen wir auf jeden Fall. Quellkätzchen. Ich auch, aber wer kümmert sich drum? Habe ich irgendwas im Gesicht oder so? Ja klar, hast du was im Gesicht. Da krabbelt etwas an dir herum. Genau. Nice. Ich renne mich einfach über den Haufen. Naja, verdient habe ich's. Ich will ein Hündchen knuddeln. Was? Erst willst du eine Katze und dann ein Hündchen knuddeln? Beides geht aber nicht. Eine Katze unten und... So viel Tierliebe. So, den blauen hier angreifen. Ich kaufe dir eine Eule, Becky. Ich kaufe dir eine Eule. Mach ich. Wenn ich mal wieder Geld habe. Sprunghieb. Sekunde mal. Riesenwaffe. Oha. Donalds Riesenmunition. Ich hätte dann gerne eine MP-Bonbon. Okay, eigentlich wollte ich eine HD-Banane, aber was soll's? Toter Zwergi. Blitz. Oha, kein Lebenssteuer mehr vorhanden. Oha. Gibt's denn sowas? Ja, gibt's. Wie ihr seht. Riesenwaffe. Riesenschwert. Hau rein. Feuerfrei. Oh, den haben wir besiegt. Utopia Second. Nein. Black geht in die Ruhezone. Andi muss noch ein bisschen aushalten. Ha! Okay, er greift ordentlich an. Nein, Annelie! Ich habe kein Lebensfeuer. Nein! Feuer frei. Okay, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch, eine Kobra. Komm, das schaffen wir. Feuer! Blackie, los! Schaffst das? Ich glaube an dir. Nein! Ich habe nicht geglaubt, Blackie. Los, Donald. Donald hat's geschafft. Nice. Ist halt dann doch der beste Panzer, den ich habe. Bonus EF. Gibt's für Donald. Der hat gut gekämpft. Level up für Donald. Hurra, Cobra Nuggets. Nuggets. Nice. Gasthaus gefunden. Ich esse gerne Nuggets. Ja, damit. Schlaft, bald der dunkle Fürst kommt. Ab, Marsch. Ich bin total verschwitzt. Hast du nicht geluscht im Gasthaus? Von Blackie. Weißt du eigentlich, was Drachen sind? Na klar, weiß er, was Drachen sind. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Das weiß doch jeder. Drachen sind riesengroße Kreaturen. Sie haben Schuppen und können fliegen. Und sie schweigen Feuer. Wenn die Jauts atmen, fackeln sie alles ab. Ich habe darüber ein Buch gelesen. Klar, wo sonst? Es gibt's ja schließlich nicht wirklich. Gibt's nicht wirklich?
sagst du mir mal was Neues. Was ist denn das? Sag nicht ein Drache. Ein Drache! Was für eine Überraschung. Wurde gar nicht angekündigt. Kampf gegen Drache. Ich dachte, der sitzt im Schloss und frisst Keulen. Hühnerkeulen hier. Na toll, das war jetzt ordentlich scheiße, dass ich diese Attacke eingesetzt habe. Aber was soll es? Uha! Der hat's ordentlich drauf. Der Drache. Donnert gleich ordentlich an, trifft aber auch sein Teammitglied. Annelie in die Ruhezone und alle anderen mit Ultrasteuern versehen. Attacke! So, juhu! Auf geht's! So einen Kampf kann man noch mit Ultrasteuern bestehen. Uhaha, er greift doppelt an. Das ist nicht so schön. Gute Besserung! Juhu! Alle overpowered hier. Zu viel Kaffee getrunken oder was? Schön, dass der Drache wartet, bis wir fertig sind mit dem Streuen. Juhu! Ist Annelie jetzt die einzige Normale hier im Kampf? Sieht so aus. Nein, Becky, nein! Nein, nicht Becky. Zangenangriff. So zweit. So, jetzt greift ordentlich an. Der hat schon die Hälfte abgezogen bekommen. Meint ihr, das kriegen wir hin? Impuls! Meine Stimme lässt nach. Ist auch schon spät. Los! Und Donald ist wieder geheilt. Annelie könnte es viel besser gebrauchen. So, Impuls! Komm, wir schaffen diesen Drachen. Wir sind echte Drachenbändiger. Wir kriegen das schon hin. Gute Besserung, Annelie. Dankeschön. So, wir werden nicht wanken. So, wir kriegen das schon hin. Gute Besserung. Was, alle zu dritt? Was macht ihr denn? Ihr müsst kämpfen. Okay, Annelie schreckt zurück. Die müssen wir mal in die Ruhezone stecken. Annelie hat so ein wunderschön peinliches Kostüm. Aber zum Abschuss. Wer wird jetzt abgeschossen? Ich? Ah! Nie Projektil. Nein, mich doch nicht gegen Drachen schießen. Was soll denn das? So, Blick in die Ruhezone. Donald muss noch ein bisschen aushalten. Impuls auf den Drachen. Komm, wir impulsieren ihn tot. Jetzt habe ich Angst, oder was? Jetzt habe ich Schiss, oder was? Zitterbibber. Ach, Zwergi. Was ist denn los hier? Riesenwaffe. Boah, sie haut rein. Zitterbibber. Reiß dich zusammen, Ohrfeige. Genau. Hier wird nicht gezittert und gebibbert. Hier wird gekämpft. Das müsstest du doch wissen, Zwergi, als echter Zwerg. Zwergebibber nicht. Zwerge kämpfen. Attacke. Uha! Das Feuer, das greift ordentlich an. Donald! Du und ängstlich. Das kenne ich doch gar nicht von dir. Das kenne ich doch gar nicht von dir. Achtet auf die Deckung. Okay, Donald hört auf zu zittern. Okay, blick mal in die Ruhezone. Kannst gebrauchen. Impuls auf den Drachen. Der ist schon fast besiegt. Komm, wir kriegen es gemeinsam hin. Brüll! Dein Brüllen und Grölen wird dir nichts helfen, Drache. Wir werden dich besiegen. Wir kommen dich besuchen in deinem Haus. War das jetzt eine Anspielung? Nein. Ich habe da niemanden Bestimmtes gedacht. Oder ihr etwa? Nein! Nein, was ist denn hier los?
nicht das ganze Team. Eine Auszeit, Gönn. Ja, eine Auszeit. Los, Annelie und Blacky, ihr kriegt das gemeinsam hin. Zu zweit. Okay, Ultrasteuer auf Blacky. Da kann sie doppelt angreifen. Doppelt stark, zumindest. Los, hau rein! Okay, R39 ist jetzt nicht doppelt stark, aber was soll es? Nicht I sagen, weiterkämpfen. Los, Annelie. Kannst du es schaffen? Besiegt! Nice! 2 Minuten waren siegreich. So ein Glück. Das haben wir geschafft. Das war ein epischer Kampf. Megafeuer gelernt. Rüstet einen einzelnen Gegner auf lodernder Flamme. Was nur einen einzelnen? Oh, toter Drache. Rippdrache. Huch. Was jetzt? Tritt er dem Team bei oder was? Wo bin ich? Hey, habt ihr mir geholfen? Vielen Dank. Ich bin Dominik, ein Drache. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Aber ich habe wohl einiges Unheil angerichtet. Das tut mir leid. Es macht ganz schön müde, so herumzustampfen. Gute Nacht. Schläft vorbei. Ganz leise weiter, nicht den Drachen wieder wecken. Dominik, der Drache. So, öffnen oder weiterziehen. Öffnen. Nicht in allen Truhen ist ein Monster drin. Eine Falle. So, hoffentlich gleich ein Gasthaus. Wir sind sehr angeschlagen vom letzten Kampf. Joa. Du hast mit deinen abenteuerlichen Reisen durch Mythopia 100 oder mehr Schatztruhen geöffnet. Ständig. Drache wurde besiegt. Winnie wurde gerettet. Schrubbeli, schrubbeli, schrubb. Blacky und Blacky. Weg mit dem Schmutz. Ich helfe dir. Nächste Beziehung zwischen den Blackies. Die musst du in deinem Zimmer lassen, einfach nur, weil es so geil ist. Blacky und Blacky. Jens will neue Robe haben. Nein, nur eine HP-Banane gekauft. Was machst du denn? Wir müssen irgendwann beim dunklen Fürsten ankommen. Meine Arme, meine Beine. Achso, meine Arme. Ach ja, man passt auch. So viel zu, es gibt sie ja schließlich nicht wirklich. Ich hätte mir vor Angst fast in die Hosen gemacht. Aber als er wieder zu Sinnen kam, war er ganz anders. Total zahm und niedlich. Fand ich auch. Wie dem auch sei, wir sind bald beim dunklen Fürsten. Aber weißt du, was es auch nicht gibt? Es gibt Höhlenorks auch nicht. Und fiese Trolle aus Herderingen, die gibt es auch noch nicht. Also brauchen wir vor denen keine Angst zu haben. Das Ende ist nah. Gib alles. Du auch. Wir geben alles voran. Attacke! Oh, ein Loch. Das hat man doch gesehen. Ah, Blacky. Oh nein, eine Fallgrube. Lebst du noch? Mir geht's gut. Aua. Geht schon vor mal vor. Vor allem, sie sagt, mir geht's gut. Aua. Blacky hat dich vorübergehend verlassen. Wir sehen uns im Gasthaus. Okay. Zu dritt also weiter. Meine armen Beine. Arme. Nee, so rum geht das nicht. Furie, was? Furie mit ein paar anderen Monstern. Was? Wer? Wie geht denn das? Das ist ja zum Heulen. Brüllengeist ist dran. So, es ist tatsächlich fast zum Heulen hier. Auf geht's! So, ich bin Ultrastreuer. Nein, das hat leider nicht sehr lange gereicht. Da! Okay, die haben wir besiegt.
Kacke. Jetzt habe ich nur noch zwei Teammitglieder. Nur noch zwei Teammitglieder und wir werden nicht ranken. Ah, als ob es nicht schon schwer genug wäre zu dritt. Okay, los, kämpfe, Annemie. Schaffst das? Ich weiß das. Nein, sie schafft's nicht. Los, komm, Donald. Die zwei. Ah, so ein Mist. War doch schon besiegt. Das war doch gar nicht mehr so schwer. Naja. Halt so beenden. Haben ja viel erreicht. Ein abschließendes Wort. Fantastische Erinnerungen. Maulwurf. War nur zwei Erinnerungen. Eine tolle Story. Das war keine Story. Es waren zwei Bruchstücke. Bekannte geworden. Kümmern gelernt. Oh, was läuft denn da? Putin und Sarah Bekannte? Das wusste ich gar nicht über meine Schwester. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn ich diesen Part an dieser Stelle, vielleicht ist er ein bisschen kürzer, aber ich muss den jetzt an dieser Stelle beenden, bevor er noch chaotischer wird. Ja, Däumchen nach oben sollte euch gefallen haben. Ich habe den Anfang ein bisschen versaut, aber am Ende wurde es dann noch ganz gut mit dem Drache. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Ansonsten, gehabt euch wohl und haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Adios. Haut rein.